Willkommen zum heutigen Livestream von Star Citizen, dem Arena Commander, sozusagen dem ersten spielbaren Modul von Star Citizen. Und dort werde ich ein wenig zeigen, ja, ein wenig Jagd auf den Moment, wie heißt der? Wandul-Schwarm, auf den ein wenig Jagd machen und dabei auch zeigen, ja, wie sich das Ganze so ein bisschen spielt. Zunächst einmal, bevor ich ins Spiel starte, kurz ein Begleitinformation, die sozusagen im Stil eines alten Wing Commanders eine, ja, einfach ein Booklet mit den verschiedenen Funktionen, mit den Erklärungen, wie das Ganze funktioniert. Und was ich auch ziemlich brauchen werde, ist einfach nochmal das Keyword-Layout. Neben den detaillierten Anzeigen, die in dem Cockpit zu sehen sind, werde ich gleich real im Bild dann zeigen. Es ist vor allen Dingen ja, das Radar, wie die einzelnen Scanner funktionieren und wie gesagt das Tastaturlayout, wo ich öfter mal spicken werde, um zu gucken, welche Tasten jetzt eigentlich wofür genutzt werden können und noch ein bisschen ausprobieren werde, wie ich mit dem Display, mit dem HUD, HUD heißt es, oder? Weil hier gibt es so viele Abkürzungen. Das eine ist das Combat Visor Interface CVI. Genau, das Head-Up-Display, das normale HUD. Ja, und wie gesagt, es gibt eine Menge Teile und Aspekte und es gibt ziemlich viel zu sehen. Aber genug der Vorrede, auf ins Spiel. Und Jagd. So. Also, das ist jetzt der Hangar. Das erste, was wichtig ist, okay, ich habe den jetzt noch auf. Normalerweise, weil dieser Helm, den man jetzt hier sehen kann, der muss nämlich aufgesetzt werden, sonst kann ich mit dem Schiff nicht starten. Also, mitnehmen und dann sehe ich hier auch mehrere Schiffe, von denen ich noch nicht genau weiß, inwieweit ich sie alle ausprobieren kann. Weil ich habe jetzt ja primär ein Schiff von diesem Typ, glaube ich. Auch wenn es ein bisschen anders aussieht. Und deswegen werde ich jetzt mit dem Schiff als erstes starten. Und einfach dort wie gehabt einsteigen. Ah ja. Deswegen die Kamera hat sich etwas verändert. Im Gegensatz zu dem vorigen Hangar-Modul, wo die Kamera noch auf F1 umgeschaltet werden konnte, ist es jetzt die Einfügen-Taste, in der ich ja, die Außenperspektive vom Piloten, dann die Gesamtperspektive und die Ich-Perspektive, also die drei Kameraansichten, kann ich aktuell hin und her schalten. Das muss ich jetzt nochmal im Kampf ausprobieren, welche Ansichten dort tatsächlich möglich sind. So, hier sehe ich jetzt sitze ich im leeren Cockpit und der Arena Commander startet. Im Moment gibt es im Endeffekt nur die Drohnen-Simulation, die ausgewählt werden kann. Und hier gibt es einmal die Möglichkeit, einfach frei rumzufliegen und ein bisschen die Gegend zu erkunden und eben gegen den Wadul-Schwarm zu kämpfen. Ich werde jetzt erstmal den Free Flight machen. Hier ist der Broken Moon und den Dying Star und ich werde mit dem Broken Moon anfangen. Und werde dann danach probieren, die anderen Raumschiffe noch zu testen und dann mit denen jeweils eine Spritztour zu machen. Die Ladezeit dauert noch etwas,
aber das wird dann auch sehr schnell weitergehen. Jetzt hole ich mir hier nochmal das Tastaturlayout rein. So. Damit bin ich jetzt im Raumschiff, was die Außenperspektive, Rückperspektive von vorne, die nachgeführten Waffen und ja. So, Beschleunigung kann ich ganz normal mit der WASD-Taste, ebenso der Afterburner, der dann aber immer ziemlich schnell erschöpft ist. Weil normalerweise sollte der ja längere Zeit, aber er wird schon abgebremst. Ja, jetzt hat er schon wieder 100. So, weil ich jetzt hin und her schalten kann, beziehungsweise erstmal ein bisschen. So, jetzt kann ich, jetzt habe ich sozusagen die Steuerung. Ich halte den mal spurig, dass der geradeaus fliegt. Und am besten mal wieder Kamera stoppt, also beziehungsweise Fahrzeug stoppt, damit ich da nicht irgendwo gegenfliege. Weil was die Schiffe auf jeden Fall machen, dass sie auch dann entsprechend kaputt gehen. So, das sind jetzt erstmal die Seitenanzeigen. Das ist sozusagen das Raster, wo verschiedene Triebwerksdüsen angezeigt werden, wie stark die verwendet werden. Hier weiß ich noch nicht genau, inwieweit das tatsächlich auch für Bedienungen möglich ist, weil es soll eigentlich dann irgendwelche Bedienmöglichkeiten geben. Wo auf jeden Fall was bedient werden kann, ist dieses hier oben. Aber das lässt sich mit den Funktionstasten eben. Funktionstaste 1 ist die allgemeine Übersicht. Ich habe jetzt aktuell zwei Laser drin, die sind zu 100% aufgeladen. Die gehen auch sehr schnell leer. Kann ich das mal zeigen? Wenn ich also jetzt kurz Dauerfeuer mache, sind sie sozusagen ziemlich schnell entladen und brauchen wieder einige Zeit, bis sie wirklich aufgeladen sind. So, also wie gesagt, das ist die Gesamtübersicht von dem Schiff. Dann F2 sind die Weapon-Anzeigen. Kann ich mit Tab die verschiedenen Waffen durch. Halt. Genau, da kann ich mit am besten mit Control-Tab kann ich dort hin und her wechseln. Aber ich kann. Okay, linke Waffe, rechte Waffe. Und jetzt müsste ich auch diese. Ah ja. Das heißt, ich kann die auch abschalten. Interact with HUD. Okay, das funktioniert nicht. Also ganz ist mir noch nicht klar, wie im Endeffekt wirklich das HUD bedient werden kann. Weil ich muss dann auch immer aufpassen, wenn ich mit Tab wieder wechsle, dann. Na komm, bleib stehen, bleib stehen. Okay. So, stopp. So. Aber ich kann mit Enter kann ich dort nicht nichts aktivieren.
Das heißt, was mir jetzt im Endeffekt fehlt, ist tatsächlich eine Auswahl. Aber wenn ich jetzt schon mit dem... Naja, mal gucken. Natürlich auch immer die Frage, was tatsächlich jetzt für Keybindings hier aktiviert sind, wenn hier Semikolon und Tilde steht. Modepack. Das können natürlich auch irgendwelche anderen Tasten sein. Naja. Wichtig ist im Endeffekt, dass ich mit F1, F2, F3 auf jeden Fall hin und her schalten kann. F3 ist der, die Energiezuordnung, von der ich jetzt auch nicht genau weiß, wie und was ich dort jetzt einstellen kann. Weil ich kann jetzt zwar durchwechseln. Okay, da kann ich die Laser ein- und ausschalten. Weiß zwar nicht, was das für Teile sind, die ich da ausschalten kann, aber es ist auf jeden Fall möglich. So. Jetzt müsste ich eigentlich irgendwie auf die zweite Geschichte kommen. Ah ja, okay, jetzt funktioniert das Durchwechseln da oben. Shield Weapon. Ja, die Schilde ein- und ausschalten, das wäre jetzt auch noch. So, wie habe ich jetzt dort. Also damit kann ich jetzt komplett durchschalten. Naja. Mal schauen, ob die sich dadurch schneller aufladen lassen. Und vor allem wäre es natürlich auch interessant zu wissen, was die anderen Teile dort sind. Hier sieht man schön mit den Beschleunigungsdüsen, wenn ich im Endeffekt Gas gebe, dass bestimmte Düsen dafür verwendet werden. Mal gucken, ob es auch im Raumschiff direkt zu sehen ist. Schade, dass die Außenkameras sozusagen fix sind. Ich kann. Aber hier sieht man schön die Düsen, oben, rechts, links, die sozusagen das dann Korrekturdüsen darstellen, die eben, spannend ist auch, dass die Düsen, sofern zumindest Geschwindigkeit ist, auch hier in drei Richtungen die G-Beschleunigung angeben. Das heißt, wenn das zu viel wird, mal schauen, ob wir das jetzt hinkriegen. Genau, dann wird es dem Piloten etwas schummrig. Ja gut, aber soweit zu dem ersten Modul. Wie gesagt, hier hinten die Schilde noch. Das wird nachher im Kampf natürlich noch spannender. Jetzt gehe ich erstmal zurück zum Hangar. Und werde dann gleich mal das nächste Schiff im Testflug nehmen, um ja, einfach mal zu gucken, wie weit die anderen Schilde sich auch ausprobieren lassen. Die anderen Schiffe meine ich. Natürlich handelt es sich bei dem Ganzen eben um eine Pre-Alpha, das heißt wirklich ein allererster Status, um ja, einfach einen ersten Eindruck zu bekommen, wie sich ja, hoffentlich dann auch das Kampfhandling entwickeln wird. Von meinem ersten
Spielzug war es so. Welcome to Roberts Space Industries. Enjoy the ride. System check. Jetzt nicht. Bei meinem ersten Probeflug war es so, dass die Kämpfe erstaunlich lang gehen. Das heißt, nicht von wegen ein, zwei Treffer und das Ding ist weg, was eben auch gut ist, wenn man selber nicht so schnell abgeschossen werden kann. Weil schließlich will man ja später sein Schiff nicht ständig unterm Arsch weggeschossen bekommen. Und daher ist es auch sehr schön zu sehen, wie detailliert dort irgendwelche Schadensmodelle stattgefunden, angewendet werden. So, jetzt gucke ich mal, ob ich in das andere Raumschiff auch komme oder ob man nur die fliegen kann, die man tatsächlich selber schon im Hangar stehen hat. Ich gehe mal davon aus, dass hier aktuell alle ausprobierbar sind, die auch im Hangar stehen. So. Weil das da hinten ist sozusagen dann wahrscheinlich das Ding, was man selber hat. Aber hier weiß ich noch nicht genau, wie ich da reinkomme. Gibt's hier nicht irgendwo einen. Also von dem Großen weiß ich nicht, wie ich da reinkomme. Das scheint jedenfalls eins von diesen großen Gruppendingern zu sein, weil hier sind mit Sicherheit auch mehrere Piloten nötig, um so ein großes Teil zu managen und zu fliegen. Also beziehungsweise dann die ganzen Waffensysteme auch aktiv zu halten. So, Pilotenkanzel. Ja, wie kommt mich da rein? Komme ich überhaupt da rein? Das ist noch. Da hinten steht nichts weiter. Nur ein großer leerer Hangar. Also Platz ist auf jeden Fall noch einiger. Ja gut, wenn das jetzt nicht so ohne weiteres funktioniert, dann starte ich einfach mit meinem Schiff. Ein bisschen Kopf stehen. Naja. Auf jeden Fall kann ich nicht mehr mich von vorne anschauen. Also gut, dann starte ich mit meiner Maschine und werde mich auf der Jagd nach dem Wadelschwarm machen. Ich werde, ja, mal schauen, wie schnell ich abgeschossen werde, aber ich werde versuchen, so zwei Runden zu machen. Das dürfte locker dann 1 bis 2 Stunden dauern, je nachdem, ob ich mich verbessert habe oder ob ich nur etwa eine halbe Stunde oder 20 Minuten durchhalte.
Ich glaube, bis zur Welle 6 habe ich es vorhin gerade mal geschafft, bevor ich dann abgeschossen wurde. Weil die Varduels natürlich immer mit immer stärkeren Schiffen kommen und mein Schiff dort keine Aufrüstung erfährt. Und soweit ich das mitbekommen habe, nicht mal irgendwelche Formen von Reparaturen, außer natürlich da, wo sich das Schild regeneriert. Also, kein Free Flight, sondern Virtual Schwarm, und ich werde mit dem Dying Star anfangen, den ich ja jetzt noch nicht gezeigt habe, und werde in der Gegend fliegen. Okay, jetzt dürfte es gleich so weit sein. Welcome to Roberts Space Industries. Enjoy the ride. System check. Dort sind meine beiden Wingmen. Okay. So, aktuell. Radar contact. Noch keine Punkte. Welle 1 und. Standby. Scanning. Die ersten sind schon da. So, die normale Standardgeschwindigkeit für mein Schiff liegt bei 80. Und Standby. Scanning. Was ich gemerkt habe, so vom Laser her, ich kann zwar jetzt theoretisch schon zielen, aber die Treffer sind recht gering. Also eher so bei 500 ist dann wirklich eine gute Treffsicherheit gegeben, dass die Dinger nicht daneben gehen. Weil, wie gesagt, sind die Laser ziemlich schnell entladen und brauchen dann eine ganze Weile. Wenn man dann zu lange vorhält und versucht, da einfach ein paar Glückstreffer zu landen, dann ist man genau, wenn ich ran bin, sind die Kanonen leer, und wenn ich gutes Schussfeld habe, bringt es dann nichts mehr. Okay, 700, 600. Was man schön sieht, ist, wie auf der Anzeige rechts, wo das Feindschiff angezeigt wird, die Schildtreffer so blau aufleuchten, und wenn dann der Schild so runter ist, dass dann meine eigenen Schilde getroffen, dass dann so schön zu sehen ist, wo sich einzelne Komponenten gelb bis rot färben, bis das Schiff dann irgendwann explodiert. So, mit M kann ich an der Stelle noch die Geschwindigkeit sozusagen automatisch an das Fahrzeug anpassen lassen. Ja. Standby. Scanning. So. Das heißt, das ist jetzt der dritte und damit der letzte der ersten Welle. Okay, das ist natürlich auch noch. Okay, da hat es wohl eine meiner Düsen erwischt. Und das war jetzt der Effekt, wenn dann die Fliehkräfte zu stark werden. Was wahrscheinlich daran liegt, dass jetzt schon eine meiner Düsen ausgeschieden ist. Und damit natürlich die Steuerung deutlich erschwert wird. Okay. Impact. Warning. You are approaching simulation boundary. Warning. There are multiple hostiles inbound. Radar contact. You are standby. Scanning. Boundary.
Okay, die Regionen sind relativ klein und wenn man über diese Grenzen hinwegfliegt, dann ist die Simulation auch zu Ende und man muss von vorne anfangen. Ich habe jetzt die erste Welle geschafft, knapp 2900 Punkte. Und jetzt sind die nächsten drei Schiffe. Lustig ist dann noch im Cockpit rein zu zoomen. Okay, 900. Komm schon. Im Endeffekt, jeder kleine Asteroid kann dafür sorgen, dass man dann ziemlich schnell in einem Schiffswrack endet. Und die Kollisionswarnung geht auch öfter an, wenn eben direkt einer der Gegner einen aufs Korn nimmt. Mann, der muss doch schon längst weg sein. Impact. Genau, das sind diese Kollisionswarnungen. Das können entweder ein fremdes Schiff sein oder eben ein Asteroid, an dem man zu dicht vorbeifliegt. Jedenfalls scheint sich die Analyse schon ziemlich stark bemerkbar zu machen, dass sie ausgefallen ist oder beschädigt ist. Weil ich eben jetzt ständig auch in der Anzeige diese roten Infos sehe. Oder dass die G-Werte in den kritischen Bereich gehen. Impact. Okay, jetzt bin ich wieder irgendwo gegengestoßen und meine Hülle hat bereits Schaden genommen. Ich bespanne, dass das ganze HUD-Display eben nur verfügbar ist, wenn man wirklich in der Kanzel sitzt und man es sogar von außen sehen kann. Also ich sehe sogar von außen, dass mein Radar dort an ist. Aber steuern kann ich dann so natürlich nicht. Das heißt, es ist eigentlich nur mit der Cockpit-Ansicht sinnvoll möglich, hier zu kämpfen. Genau die Geschichte, dass ich zwar... Scanning. Ah. Was? Haben sie den jetzt irgendwie zurückgebeamt? 600. Ist das. Der ist jetzt ohne Schilde schon halb weg, aber die Kanone ist alle. Okay, jetzt wird mir wieder schwindelig. Okay, aber zumindest ist die Funktionalität nicht sehr eingeschränkt, also dass man halt ein bisschen unscharf sieht, aber die Steuerung und so weiter geht weiterhin mit. Keine Ahnung, ob sich das später noch ändert, dass dann auch irgendwelche Steuerungen. Impact.
Ja. Zero hostile contacts. Impact. Welle 2 geschafft. 6700 Punkte. Contact. Welle 3. So, meine Radar contact. Standby. Scanning. So, ein Little King. Standby. Scanning. Der, den ich mir als erstes aufs Korn nehme. Weil der mit Sicherheit das gefährlichste von den von der aktuellen Welle ist. Und die möchte ich lieber nicht hinter mir haben. Ach komm. Lad schon auf. Ja. Standby. Scanning. Mit Afterburner 500 Meter überbrückt und in der Zeit die Waffen wieder auf 50% gehabt. Sehr hilfreich. So. Ja. Standby. Scanning. Okay, der andere ist näher. Das war der Kollisionsalarm wegen dem Schiff, wo ich selbst auf Kollisionskurs gegangen bin. Ja, wieder leer. Sind schon zwei Düsen anscheinend ausgefallen. So, jetzt bist du gleich fertig. Ja, komm her, komm. Knapp daneben. Meine Güte, ist der schnell unterwegs. Jetzt bleibt völlig mal. Ja. Naja, auf jeden Fall sind seine Schilde schon wieder runter, sonst hat er keinen Schaden erwischt. Und schon wieder Schilde aufgebaut. Oh nein! Das heißt, ich habe einen Wingman verloren. Aber was heißt diese Botschaft? Ist natürlich dann noch schwieriger ohne die beiden Wingmen. Na also. So, der letzte von dieser Welle. Oder sind es doch zwei? Ich weiß noch nicht genau, was die Anzeige mit dem da zu tun hat. Standby. Scanning. Okay, es sind noch zwei von Welle 3 über. Oh nein, jetzt ist der Wichsen auch weg. Ja, super. Naja. Dann weiß ich ja zumindest, wer als nächstes dran ist. Impact. Ein hinten, ein vorne. Standby. Scanning. So, der letzte von Welle 3.
hat mich echt gerade noch gerammt. Gerade noch geschliffen. Ja. Die Steuerung von dem scheint auch nicht mehr so optimal. Okay, jetzt bin ich wieder irgendwo gegengestoßen. Ich bin zu dicht an der Raumstation. Ja, das ist in dem dunklen Sonnensystem ist es manchmal etwas schwierig zu sehen, wo man da gerade steckt. So, mache ich noch eine zweite Runde hier und danach fliege ich in der Mondgegend, weil die einfach ein bisschen heller ist und ein bisschen besser zu sehen Radar ist. Contact. So, wo sind meine beiden Co-Piloten? Standby. Scanning. Was? Was war das denn für ein Überfall? Tja, beschleunigen nicht vergessen. Wer im All stehen bleibt, verliert. Waffen halb leer geballert und kein Treffer mehr. Impact. Ja, das ist teilweise schwer zu sehen bei dem dunklen Hintergrund, wie dicht er tatsächlich schon dran ist. Obwohl ich ja fast auf Kollisionskurs bin. Ah, die Wellen laufen jetzt weiter, das ist ja interessant. Das heißt, deswegen sind die beiden Wingmen weiterhin nicht da. Aber ich habe trotzdem das Schiff wieder bekommen. Impact. Dann bin ich ja mal gespannt. Dann ist es deswegen auch nur der letzte, gegen den ich gerade eben schon gekämpft habe. Impact. Ah. Tatsächlich komplette Breitseite. Man kann auch nicht mehr so gut ausweichen. Impact. Was für ein Riesenschiff. Da ist es. Na komm. Auf jeden Fall lustig anzusehen. So von außen. Okay. Damit ist die Welle auch abgeschlossen. I'm back in the mix. Hey, Vixen ist wieder da. Haben sie. Der ist jetzt zweimal da. Radar contact. Einer von den beiden hätte doch Warlord heißen müssen. Naja. Standby. Scanning. Achso, was war denn jetzt? Scavenger? Standby. Scanning. Gab es nicht noch was anderes als Scavengers? Naja. Und dann mal. Enemy down. Standby. Scanning. So, der erste ist erledigt. Ach, komm schon. Ach, verdammt. Keine Laserenergie mehr. So ein schönes Ziel. In den Fokus.
Ja. Standby. Scanning. Dort ist der nächste. Hat auch schon ein paar Treffer eingesteckt. Komm her. Immer schön, wenn dessen Schilder aufleuchten, dann sind zumindest ein paar. Das Einzige, was noch schade ist, noch so eine Übersicht, wie viele Treffer irgendwie das Ding verpassen kann. Irgend so eine Information wäre ganz hilfreich. Kommt noch ein, zwei Treffer und dann ist das Ding Geschichte. Ey. Na los doch. Glaubst du nicht, dass du noch so entkommen kannst? Komm her. Menno. Kommt schon. Jetzt kriege ich dich. Piloten wird gerade wieder schlecht, sehr schön. Jetzt reiß dich mal zusammen. Na also. Standby. Scanning. Okay, der letzte. Für diese Welle zumindest. Genau, dass du gleich Geschichte bist. Komm her. Boah, das war aber eine schöne Treffersequenz. Komm schon. Naja.
Hostile contacts remaining. Welle 4 mit 20, fast 21.000 Punkten abgeschlossen. Warning. There are multiple hostiles inbound. Radar contact. Okay, ein Hunter ist dabei. Standby. Scanning. Den werde ich mal als erstes aufs Korn nehmen. Weil der Hunter mir wahrscheinlich am gefährlichsten werden könnte. Schade, dass es nicht gleich geklappt hat mit dem ersten Feuer. Impact. Was? Nichts gibt's. Kein Impact. Ein Abschuss. Ein Kill. Na also. Standby. Scanning. Standby. Scanning. Impact. Crash-Boom-Bang. Stand by for reintegration. Nee. Jetzt mache ich in dem anderen weiter. Ich will jetzt in der hellen Region noch ein bisschen fliegen. Einfach weil es dann leichter ist, die Schiffe gegenüber dem Planeten abzugrenzen. Es ist wirklich unpraktisch, dass es so dunkel ist im Weltall. So. Klapp, klapp. Tap, 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 tap. So, jetzt ist es erstmal wieder im Weltall. Welcome to Robert's Space Industries. Enjoy the ride. System check. Ja. Okay, nicht Dying Star, sondern Broke Moon diesmal und wieder den Vanduul-Schwarm. Auf geht's. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie lange es da noch dauert und ja, wann das erste größere Teil dann auch von dem Spiel spielbar ist. Auf jeden Fall so allein wieder im Weltall herumzufliegen und Schiffe zu jagen. Welcome to Robert's Space Industries. Enjoy the ride. System check. Ja. Swarm initiated. Warning, there are multiple hostiles inbound. You? Radar contact. Standby. Scanning. Target nearest. Entfernung 2000 Meter. Ich möchte gar nicht ausprobieren, was passiert, wenn ich in die Strahlen da reinfliege. Ich schätze mal, dass die Zielwahrscheinlichkeit noch um einiges besser ist, wenn der Kreisel möglichst waagerecht vor mir ist. Sozusagen durch den Ring durchschießen kann. Ja. Standby. Scanning. Hey, der andere ist mir ja direkt hinten dran. 100 Meter, ich glaub's aber nicht. Enemy down.
Standby. Scanning. Hier ist es einfach schon schlichtweg heller und so gegenüber dem Planetenhintergrund. Es ist einfach schön zu erkennen. Radar Contact. Standby. Scanning. Standby. Scanning. Na dann. Hinter der Station. Auf geht's. Ja, komm. Standby. Scanning. Das ist doch bestimmt nicht der nächste. Ja, schön vor mir herfliegen. Gibt's doch nicht. Wie kann der immer wieder so schnell seine Schilder aufbauen? Irgendwann ist auch Schluss bei dir. Gesehen. Wen schießt du denn?
dreht er schon da. Manchmal ist echt der Wurm drin. Scanning. So, der letzte von der zweiten Welle. Impact. Ja, da waren wir wieder auf Kollisionskurs. Zwei Treffer. Ja, irgendeine Statusinfo wäre echt klasse. Ups. Impact. Das waren aber schöne Treffer. Yep. Sehr schön. Und beide sind noch am Leben, meine beiden Wingmen. Impact. Nicht gegen die Asteroiden fliegen. Radar Contact. Okay, der Primer Little Standby. Scanning. Ist der erste, der. Standby. Scanning. Okay. Du bist wahrscheinlich wieder der gefährlichste von allen, das heißt, du bist zuerst dran. Impact. So. Ja. Standby. Scanning. Schnell. Standby. Scanning. Ja, ein kurzer Feuerüberfall und dann sind die Laser leer. Verdammt. Das zieht zwar die Kämpfe in die Länge, aber dafür sind auch der schöne Gedanke, dass Impact. Dass man zumindest nicht ganz so schnell drauf geht, aber einmal kollidieren und dann. Stand by for reintegration. Welcome to Roberts Space Industries. Enjoy the ride. System check. Radar contact. Machen wir noch ein bisschen weiter. Also maximal noch eine halbe Stunde. Mal gucken, wie schnell das Ganze ein Ende findet. Standby. Scanning. Und dann reicht es auch für das erste Probespielen hier. Standby. Scanning. Einfach mal um das Hangar. Nee. Nicht um das Hangar-Modul, sondern um den Commander, Arena Commander zu testen. Und zu gucken, was halt da schon Standby. Möglich ist. Scanning. Und einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wie sich das Spiel hoffentlich dann insgesamt auch anfühlen wird. Wie sich die Kämpfe fliegen. Und wie packend und fesselnd die sind. Du.
frage mich, ob ich nur wieder spawnen kann, solange ich nicht direkt abgeschossen würde, sondern durch Kollision oder irgendwas umkomme. Aber auch das werde ich bald noch rausfinden. Damage und du bist noch nicht daneben. Ist doch nicht kaputt. Impact. Werden generell alle Schiffe repariert? Radar Contact. Standby. Scanning. Nur vier Scavengers. Na dann. Doch fast schon weg. Aber eben noch fast mehr. Hinter meinem Ring. Ich finde es nicht gut, wenn du meinen Wingman abschießt. Impact. Knapp vorbei. Bei 600 werden die Laser schon zu ungenau. Impact. Zumindest der Typ Laser. Keine Ahnung, ob es nachher noch bessere gibt. Oder ob es einfach nur bessere Zielcomputer braucht. Mal sehen, was es so alles für Hardware-Equipment später geben wird. Ja, gibt's denn das? So schöne Zielpunkte, hält aber einiges aus. So, 872. Standby, scanning. Der andere ist näher. Explodiere!
Laserauflagen. 40-50%. Deswegen musst du auch wieder. Kannst nicht einfach davon fliegen. Warning. Impact. You are approaching simulation. Wenn ich durch die Grenzen durchfliege, dann werde ich auch zumindest gerespawnt. Warning. You are approaching simulation boundary. Tja, Kämpfe an der Grenze. Warning. You are approaching. Keine Sorge, der ist gleich Geschichte. Und dann ist sowieso. Was? Wo sind denn meine Schilde jetzt runter? Ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Impact. Was ist denn hier los? Stecke ich irgendwo fest? Irgendwelche Kurzschlüsse? Was funkelt denn da so rum? Sowas. Ich habe noch eine Aufgabe zu erledigen. Also, lass mich in Ruhe. Und lass meine Schilde in Ruhe. Approaching simulation boundary. Genau, lass mich raus aus der Simulation. Ich will im Universum fliegen. Damage. Deine Schilde sind weg und du hast Schaden genommen. Jetzt nimm auch den rechts. Ich bin schon sehr gespannt, wenn die ersten Missionen oder die ersten Teile dann spielbar sind mit richtigen Missionen. Ja, das Explodieren beim Zusammenstoß ist doch einfach genial. Stand by for reintegration. Okay. Bin ja Welcome schon to Roberts Space Industries. Enjoy the ride. System check. Radar contact. Standby. Scanning. So, das ist jetzt schon der letzte von Welle 4. Den anderen habe ich ja gerade spektakulär zerlegt, indem ich mich mitzerlegt habe.
Also, her. Ja, der andere hält noch drauf, obwohl seine Laser längst leer geschossen sind. Zero hostile contacts remaining. Gut, Welle 5. Warning. There are multiple hostiles inbound. Radar contact. Wieder ein Hunter dabei. Standby. Scanning. Scavenger, Hunter. So. So leicht ging das jetzt aber noch nicht. Aber ein paar ordentliche Treffer eingesteckt. 700, wieso habe ich keine Beschleunigung mehr? Wieder auf Vollspeed gehen. Impact. Weapons System. Damaged. Was für ein Chaos. Und er hat es auch noch überstanden. Es hat mir den halben Flügel weggerissen. Ist das eigentlich zu sehen? Ich glaube nicht, oder? Schwer zu sagen, ich muss nachher nochmal gucken, wenn ich... Doch, das Ding ist doch im Eimer. Meine Waffen sind futsch. Ja, sehr witzig. Wie soll ich denn jetzt noch irgendwelche Gegner erledigen? Ich brauche eine Reparatur. Meine Triebwerke sind auch im Eimer. Toll, der Kerl hat mir meine Waffen abgerissen. Kann ich ja mal durch so einen netten Stahl da fliegen. Wobei ich noch nicht weiß, wie ich den da reinlenken soll. Ich kann sogar die Steuerung nehmen. Hey, cool. Nach rechts, nach links. Ich kann sogar die ganze Schild und das ganze Display umschalten. Ah, das macht nichts. Oh. So, das war jetzt mal ein erster Blick in den
Arena Commander. Ich denke jetzt so für eine Stunde oder über eine Stunde hat das auch ganz gut gereicht, um mal einen ersten Eindruck zu bekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis demnächst wieder. Tschüss. Oh.